Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit A Most Violent Year von J.C. Chander. Spätestens nach diesem dritten Film muss man sagen, dass J.C. Chander zu den interessantesten Regisseuren der Gegenwart gehört. Warum? Zunächst müsste man doch feststellen, sind diese Filme alle völlig unterschiedlich. Gibt es da überhaupt eine Verbindung? Gibt es so etwas wie eine Handschrift? Ganz sicher ist festzustellen, dass bei Margin Call, All is Lost und A Most Violent Year diese Filme erstmal völlig anders aussehen, dass wir nicht gleich so eine Markenästhetik haben, dass man bei der ersten Szene gleich merkt, aha, ein Film von Chander. Aber diese Filme verbindet dann doch sehr viel und es gibt solche ästhetischen Verbindungen, die ganz subtil gesetzt werden, die aber dann dem Kenner sofort auffallen. Dieser Regisseur, und das macht eigentlich das Besondere aus, und deswegen kann man auch von einem großen Regisseur sprechen, hat ein Thema, das er verfolgt. Das hat er jetzt in allen drei Filmen verfolgt und ich bin mir sicher, dass er weiter dieses Thema verfolgen wird. Dieses eine Thema ist bei J.C. Chander das Individuum. Und wir finden sowas sehr oft bei großen Regisseuren, dass sie ein einziges Thema umtreibt und dass sie 10, 20, 30 Filme machen, aber sich eigentlich immer an diesem einen Thema abarbeiten. Und das tut auch hier J.C. Chander zum dritten Mal und zum dritten Mal tut er das auf grandiose Weise. A Most Violent Year erzählt eine recht simple Geschichte. Und er erzählt diese Geschichte völlig unspektakulär, unaufgeregt. Und darin liegt die Sensation, dass auf Sensationen verzichtet wird. Es ist eine Jedermannsgeschichte. Wir alle könnten irgendwie gemeint sein. Der Film spielt 1981 in New York. Im Mittelpunkt steht der Geschäftsmann Abel Morales, der mit seinem Heizölgeschäft expandieren möchte. Er ist ein Einwanderer, der sich behaupten will und an den Aufstieg im Kapitalismus glaubt. Morales ist weder besonders gut noch besonders böse. Er will ein halbwegs ehrlicher, anständiger Unternehmer sein, der auf Gewalt verzichten will und sich auch nicht auf diese Mafia-Strukturen einlassen möchte, der den ein oder anderen Steuertrick natürlich durchgehen lässt, aber sich ansonsten wirklich an die Regeln hält. Er ist so wie die meisten, kein Engel, kein Teufel, er ist ein mittlerer Held, mit dem wir uns identifizieren können. Ein guter, fairer Unternehmer, wenn man so will. A Most Violent Year sieht auf den ersten Blick aus wie ein Mafia-Film. Er spielt auch manchmal mit den Erwartungen. Es gibt eine Verfolgungsjagd, die aber dann im Leeren eigentlich endet. Und die Figur Morales selbst widersteht dem Mafia-Genre. Als seine Konkurrenten Banden einsetzen, damit seine Lastkraftwagenfahrer entführt werden, damit das Heizöl entführt werden kann, lehnt Morales eine Bewaffnung seiner Fahrer ab. Er möchte mit diesen Strukturen nichts zu tun haben. Und so schauen wir zu, wie sich Morales für seine Expansion ein paar Kredite beschaffen muss. Und wie weit geht er bei dieser Sache? Ist eine kleine Erpressung okay? Wie wäre es mit einer kleinen Bestechung oder eine elegante Steuerhinterziehung? Macht er da auch noch mit? A Most Violent Year ist ein so verstörender Film, weil er zeigt, wie fließend moralische Grenzen sind. Und ja, er zeigt, dass das Kapital diese Grenzen überhaupt nie akzeptiert hat. Und alles, was Morales unter Anstand, Moral und Aufrichtigkeit versteht, das steht eigentlich auf sehr tönernen Füßen. Oscar Isaac spielt diesen Morales grandios. Teilweise erinnert er natürlich mit seinem Spiel an Al Pacino in Der Pate. Jedoch gibt es da feine Unterschiede und die sind entscheidend. Es gibt auch diesen Habitus, diesen Gangster-Habitus, diesen langen haltenden Blick, diese gewisse Arroganz. Aber es gibt dann diese kleinen Unsicherheiten da, der ein Biss auf die Unterlippe oder ein kleiner Kontrollverlust, der sich im Gesicht ausmachen lässt. Und das ist aber entscheidend. Es geht bei diesem nuancenreichen Spiel tatsächlich darum zu zeigen, wie fragil das Individuum ist, sei es auch noch so gut eingehüllt, verhüllt in teure Anzüge und Kamelhaarmäntel. Nicht zufällig spielt der Film 1981. Es gilt als das brutalste Jahr
in der Geschichte New Yorks. Nie war die Brutalität so groß. Doch diese Mafia-Brutalität sollten wir auch metaphorisch lesen. Und dazu gibt es eine wunderbare Schlüsselszene. Nach einer langen Zeit, und Morales hat schon das ein oder andere Zugeständnis gemacht, steht er vor dem Spiegel und rasiert sich. Und im Hintergrund hören wir leise das Radio und da wird berichtet über die Wirtschaftsreformen von Ronald Reagan, der gerade Präsident geworden ist. Und er sagt, man müsse nun in der Wirtschaft einmal ein paar alte Zöpfe abschneiden. Hier kündigt sich auch eine Expansion an, nämlich die des Neoliberalismus. Und das ist das Interessante, die Brutalität wächst sowohl im Untergrund als auch in der Oberschicht. Und dabei verliert natürlich das Individuum. Der Philosoph Paolo Flores d'Arcais hat diese Entwicklung sehr genau beobachtet und ein paar Jahre später ein Pamphlet verfasst mit dem Titel Die Linke und das Individuum. Und da sagt er zunächst, wir kümmern uns viel zu wenig um das Individuum und er meint nicht den Individualismus. Das ist nur konsumistische Gleichmacherei. Es geht um das Individuum als Träger von Würde. Eine linke Politik müsse dem Individuum die Treue halten, gerade weil das herrschende Wirtschaftssystem das Individuum tötet. Und in erster Linie muss es dabei um Legalität gehen. Und an einer Stelle heißt es, Legalität ist die Macht der Machtlosen und damit ihr materielles Recht par excellence. Wo Mafiafamilien oder auch nur Jugendgangs das Sagen haben, ist die Herstellung von Legalität der entscheidende Freikauf von einer demütigenden Alternative, die entweder die Unterordnung unter die Logik der organisierten Gewalt verlangt oder den sinnlosen Heroismus des Einzelnen in einem von Hobbes Prinzipien beherrschten Alltag. Aber selbst wenn es soweit noch nicht ist, jede Korruption, jede Vorteilnahme, die unbestraft bleibt, jedes mit Füßen getretene Recht, jede verweigerte Gerechtigkeit bedeutet im Grunde Ausbeutung und Verarmung der Machtlosen. Und dieses Zitat ist sehr treffend, weil es genau die Idee des Films widerspiegelt. Von diesem Dilemma handelt der Film, von Legalität und Illegalität, vom Individuum und seiner Auflösung. In der angesprochenen Spiegelszene wird das sehr deutlich. Wir haben es ja einmal mit einer Szene zu tun, wo das Individuum doch eigentlich eins mit sich ist. Also es kann sich spiegeln, erkennt sich ganz. Aber durch die Worte von Ronald Reagan und wir wissen, dass es schon eine Steuerhinterziehung und all das gab, geht es zugleich auch um die Auflösung des Individuums. D'Arcais spricht von den Schwachen, die auf Legalität angewiesen sind, deren einzige Chance eigentlich die Legalität ist. Morales ist ja ein erfolgreicher Geschäftsmann. Doch was ist mit denen, denen es nicht gelingt, die es nicht schaffen im System? Auch so eine Figur gibt es in A Most Violent Year. Eine schwache Figur, die es gut meint, die vieles versucht und die es doch nicht schafft. Die Figur eines einfachen Arbeiters steht stellvertretend für die, die man sonst nie sieht, die man auch im Film nie sieht, weil nicht einmal Drehbuchautoren ihnen das Recht, ein Individuum zu sein, zugestehen und weil Drehbuchautoren aus ihnen höchstens Statisten machen. Diese Figur steht für den Marginalisierten par excellence, der Blut für Öl vergießen muss. In J.C. Chanders Filmen geht es um das Individuum und es geht um eine Welt, eine grausame Welt, in der sich dieses Individuum behaupten muss. Die drei Filme sind wunderbar miteinander verknüpft. Mit allem wird in Margin Call spekuliert. Und vielleicht geht es bei einer Spekulation auch um einen Riesentanker, der auf den Weg geschickt wird über den Ozean und der dann an Robert Redford in All is Lost vorbeikommt, aber den einsamen Menschen im offenen Meer nicht sieht. Und dieser Tanker, vielleicht einer dieser Tanker, hat Öl getankt. Und dieses Öl kommt am Hafen an, wo Morales es in A Most Violent Year entgegennehmen wird und damit sein Geschäft machen wird. In Margin Call sahen wir die Verkörperung des Systems, wir sahen keine Personen. In All is Lost ging es um das Figurative in der Abstraktion, um das Menschliche im Unwörtlichen. Und auch in A Most Violent Year sehen wir quasi ein Gemälde, zum Beispiel Morales allein auf einem mit dreckigem Schnee bematschten Platz, eine Art Drip Painting. Auch da haben wir das Individuum ganz auf sich allein gestellt.
einem guten Film geht es laut Alain Badiou darum, die Anwesenheit des Menschen zu bezeugen. Er sagt an einer Stelle in seinen Betrachtungen zum Kino, der Film strahlt eine formale Kraft aus, die sich in den Dienst eines universellen Wertes stellt, nämlich den der menschlichen Existenz der Freiheit. Die formale Kraft des Films stellt sich in den Dienst eines Anwesenheitsmodus von jemandem, der entscheidet, selbst wenn dieser Anwesenheitsmodus ein wenig abwesend, absonderlich, verstörend ist. Der Film ermöglicht es, urplötzlich zu sagen, hier ist jemand. Und das sagen Chandlers Filme. Hier ist jemand. Deshalb sollten wir nicht nur schauen, sondern sehen.